Ja, ist noch viel Bewegung bei dem schönen Wetter, aber es füllt sich langsam. Willkommen allen, die schon da sind und jetzt vorab allen, die dann noch sich hierher bewegen zu der nächsten Session spannender Hauptvorträge. Bei Bob Marley-Konzerten hat man immer wieder mal gehört: This I tell you is a Trenchtown Experience. Und jetzt können wir sagen, This I tell you is a Rottweil Experience. Ich freue mich sehr, dass ich den Bernhard Trenkle kurz anmoderieren darf. Ich halte es kurz. Ich glaube, über ihn muss man nicht mehr viel erzählen, Bist du so noch bekannt eine wie er Minute ist. zu früh? Ich bin eine Minute zu früh. Ja. Hier ist 13:15 Uhr. Aber gut. Okay, Aber gut, gut, gut. Dann, ja, genau, da kommen noch so viele Leute rein. Warten wir noch ein bisschen. Ich nutze die Gelegenheit, um was anderes noch zu sagen. Ich habe dem Bernhard gerade als Mitherausgeber zwei Exemplare eines Buches gegeben, das es auch draußen gibt. Das ist jetzt kein Werbeblock mit W. Aber dieses Buch gibt es nur hier auf dem Kongress. Das kommt vorerst noch nicht in den Handel. Und zwar von ihm mit herausgegeben: Ketamin und psychoaktive Substanzen in psychotherapeutischen Prozessen. Der Dirk Rebensdorf hat dazu auch vorgetragen, wie ihr wisst. Und da kann man sich ein bisschen orientieren. Und vor allen Dingen, es ist auch gerahmt von zwei Sichten, die sehr spannend sind. Einmal von Fritz Simon aus einer systemtheoretischen Sicht, was es zu beachten gibt, um zu verstehen, was da passiert. Und von Ernil Hansen aus Sicht eines Anästhesisten, der auch die Nebenwirkungen von Ketamin gut kennt und reklamiert, die nicht zu vergessen. Das sind wir sehr froh, dass das gelungen ist. Das ist für mich eine Brücke zu dir, Bernhard. Wie gesagt, ich für mich war wichtig, jetzt im Zusammenhang mit diesem Buch, du bist neben so vielem anderen, neben diesen Funktionen, die du ausgeübt hast als Präsident der International Society of Hypnosis, jetzt bist du Past President, vorher warst du President-elect, 9 Jahre deines Lebens, steckst du in die Entwicklung anderer Menschen und dass das professionell vonstatten geht. Und das machst du auch mit den Kongressen, die du seit 35 Jahren oder noch länger mitveranstaltest. 89 habe ich den ersten gemacht. 89 war der Eigentlich erste. Habe ich 73 den ersten gemacht, das ist aber für die Junge Union gewesen. Sehen Sie? This is a Rottweil Experience. Und dafür bin ich einfach unheimlich dankbar und die Jahreszahl 89 wird vielleicht eine andere Bedeutung für manche kriegen, wenn sie wissen, das war der erste große Kongress, der Stadt 89. Da gab es nicht nur den 9. November. Bernhard Trenkle spricht über das Thema von Bonbons und Dachtraufen in der Therapie von Kindern und Jugendlichen. Typischer Trenkle-Titel. Was hat es mit den Bonbons und Dachtraufen auf sich? Und wir werden interessante Fallberichte hören. Und es lohnt sich, die Lauscher weit aufzusperren. Man kann unheimlich viel lernen aus diesem so erfahrenen Leben. Bernhard, toll. Vielen Dank. Okay, danke, Matthias. Ja, zuerst darf ich noch ein paar organisatorische Ansagen machen. Wir werden ja nächstes Jahr fast genau zur selben Zeit die Tagung Mentale Stärken haben, die ich dann in einer Doppeltagung mit der Tagung von Lars-Erik Unestahl, der 1969 den Begriff mentales Training erfunden hat, und der hat dann schon 20 Jahre länger solche Tagungen gemacht. Und da kommen dann endlich die Referenten, die ich schon immer haben wollte, aber ich habe sie nie gekriegt. Es gibt so Schnellanmeldezettel, hat mir mein Team gesagt, die irgendwie auf den Sitzen liegen. Da kann man alle die auf dem Kongress angemeldet waren, können im Schnellanmeldeverfahren einfach sagen, sie melden sich an, und dann übernehmen wir einfach die Daten von dieser Tagung. Und irgendwann gibt es dann wieder eine Nachricht, wenn wir dann mal weiter sind. Dann heute Abend Tagungstanz. Um 20:15 Uhr gibt es einen Sektempfang mit 90 Flaschen Sekt, gesponsert von uns Tagungsorganisatoren. Der Klügere kippt nach, ne? Alkohol ist keine Antwort, aber du vergisst beim Trinken die Fragen. Und um 20:30 Uhr startet dann der Tanz.
Einige haben das schon mitbekommen, der Abschlussvortrag von Frau Flasspöhler entfällt leider wegen Corona. Wir haben aber sehr schnell einen sehr guten Ersatz gefunden, die Susanne Hofmeister. Sie wird einen Vortrag halten zum freudiges Älterwerden wie das. Also das interessiert mich auch. Ja. So manchmal merke ich dann, alt ist man dann, wenn man zum Erholen länger braucht als zum müde werden. Ja. Aber früh kaputt spart Altersheim, wer schneller lebt, ist früher fertig. Ja. Aber jetzt zu meinem Vortrag. Ursprünglich sollte eigentlich zu dieser Zeit jetzt die Kindertagung stattfinden. Reden reicht nicht, war geplant auf Sommer diesen Jahres. Und dann hat uns aber die Stadt Bremen über ein Jahr vorher, 2021, dann das Konferenzzentrum weggenommen, den Vertrag gekündigt, weil die geplant haben, alles, was 21 Corona-bedingt in Bremen ausfiel, also von der Stadt Bremen selbst her, sollte dann in einem Monat alles nachgeholt werden. Und dann haben die das Konferenzzentrum einfach geblockt für städtische Sachen. Und dann war die Frage, was machen wir? Wir sind eh noch mit reduziertem Team dann unterwegs und dann haben wir erst überlegt, machen wir Doppeltagung, reden reicht nicht, Kindertagung zusammen, haben die Referenten so auch angeschrieben, dass das die Idee ist, aber wir haben dann den Referenten gesagt, reicht Themen ein, reden reicht nicht für Kinder- und Jugendlichentherapie, und aber irgendwann haben wir gemerkt, es wird zu viel, wir machen reines Reden reicht nicht, aber aus dieser Anfangseinladung, dass wir das mit der Kindertagung kombinieren, sind jetzt doch relativ viel Veranstaltungen für Kinder, Jugendlichen hier auf der Tagung. Und auch die Idee zu meinem Hauptvortrag stammt noch aus dieser Zeit. Und einige Teilnehmer sind deswegen gekommen, weil es diese Doppeltagung gibt. Und so dass für mich war es dann auch noch einmal ein Anlass nachzulesen. Ich wusste, dass es von Erikson ziemlich verrückte Fälle gibt, wo er zum Teil Radrennen mit Kindern gefahren hat, trotz seiner Behinderung, von seiner Kinderlähmung. Und ich habe gedacht, sowas passt doch zu reden, reicht nicht ideal. Aber ich habe nur noch dieses Stichwort gewusst, Erikson hat ein Radrennen mal gefahren in einer Therapie, ein Wettrennen mit einem Kind. Und das war therapeutisch wichtig, mehr wusste ich nicht mehr. Habe dann den Fall gesucht, habe ihn jetzt gefunden. Das ist einer der Fälle, die ich heute vortragen werde. Und überhaupt, wenn man Erikson studiert, hat man viele Sachen, die für Reden reicht, nicht passen. Also es gibt so eine Story, wie er Vorlesung gehalten hat, Medizinervorlesung. Dann ist eine Studentin konsequent immer zu spät gekommen, ist vorne so durchgelaufen. Und zwar klar, sie will die Aufmerksamkeit, sie will, dass sie gesehen wird. Und dann, nachdem das zum Teil die anderen Studenten genervt hat und Erikson auch, hat er dann mit dem ganzen Hörsaal dann eine Absprache getroffen. Wenn die wieder reinkommt und zu spät kommt, dann stehen alle schweigend auf und verneigen sich tiefer. Während sie dann vorne dran durchläuft, ja. Manchmal reden reicht nicht, ja. Ich habe einen interessanten Fall gehört von Lorenz Lechen, beziehungsweise kein Fall, sondern mehr auch so eine Inszenierung wieder. Lechen, der ist ein Pionier der Psychoonkologie, Diagnose Krebs, Krebs als Wendepunkt, ist ein ganz wichtiges Buch. Gunther und ich haben ja, weil er nicht mehr reisefähig war, so vor 8 Jahren etwa, mit ihm in New York nochmal ein Seminar organisiert, wo Leute aus der ganzen Welt dann da waren. Und Lechen hat mir dann erzählt, er wäre als junger Psychologe in der Klinik gewesen, als Psychologe, wo Erikson Chefarzt war. Und dann hat er erzählt, dass Erikson schon in den 40er Jahren eine Vorlesung gehalten hat, dort für Psychiatrie-Krankenschwester, Pflichtvorlesung für die Ausbildung von denen, über Psychosomatik. Und die hätten nicht richtig aufgepasst und wären gelangweilt gewesen und er hätte die Aufmerksamkeit nicht gehabt. Dann hat er so nach 2, 3 Vorlesungen, wo die nicht aufgepasst haben, am Ende der Vorlesung gesagt,
Zu Beginn der nächsten Vorlesung werde ich eine einzige Frage stellen und von der korrekten Antwort wird es abhängen, ob Sie am Ende des Semesters ob Sie das Semester überhaupt bestanden haben. Dann waren die in der Vorlesung völlig in Aufruhr. Hast du aufgepasst, was er gesagt hat? Was hat er gesagt? Was könnte der fragen? Also es war ziemlich Aufruhr dann. Wie die zur nächsten Vorlesung kamen, waren vorne im Hörsaal zwei Tische aufgebaut mit zwei gleichen Mikroskopen. Auf jedem Tisch stand ein Mikroskop. Dann hat Eriksson den Verwaltungsdirektor der Klinik, der bei allen ein hohes Ansehen hatte, reingeholt und hat sich bedankt, dass er das mitmacht, diese Kooperation, dieses Experiment, hat ihn hypnotisiert, hat ihm eine Brandblase suggeriert, dass er ihn mit dem heißen Eisen berührt, dann hat sich eine Brandblase gebildet, hat Eriksson die Brandblase dann aufgemacht und hat die Flüssigkeit der Brandblase auf den Objektträger gelegt und hat es unter das eine Mikroskop gemacht und hat dann den Verwaltungsdirektor, hat sich wieder bei dem bedankt und dem Tschüss gesagt. Dann hat er in den Hörsaal reingesagt, jeder hat jetzt gerade gesehen, das war eine suggerierte Brandblase, ist keine echte Brandblase. Unter dem anderen Mikroskop liegt die Flüssigkeit von einer echten Brandblase. Da kam ein Patient in die Klinik mit einer Brandblase. Und die Frage, wo jetzt das Bestehen vom Semester abhängt, ist, gucken Sie in die beiden Mikroskope, worin unterscheiden sich die beiden Flüssigkeiten? Und dann sind die immer wieder dann vor und haben durchgeguckt, miteinander diskutiert, habe irgendwann dann verzweifelt gesagt, wir sehen keinen Unterschied. Dann hat Eriksson gesagt, diese Antwort ist richtig, ihr habt bestanden. Und dann hat der Leschen gesagt, ja, ab da habe sie dann aufgepasst, da waren sie dann neugierig. Da habe ich mir gedacht, ja, meine Güte, also so, wie kommt man auf so eine Inszenierung, nur damit die Studenten im Unterricht besser aufpassen? Das ist schon irgendwo natürlich auch wieder ein schönes Beispiel für Reden reicht nicht. Und wir haben uns öfter schon mal gefragt, wo hat Eriksson das her? Und Dan Short, der frühere Vizedirektor von der Eriksson Foundation, hat eine wichtige Entdeckung gemacht die letzten Jahre, dass Eriksson massiv beeinflusst war von William James, diesem amerikanischen Philosophen, Begründer vom amerikanischen Pragmatismus, aber auch Begründer von der amerikanischen Psychologie. Der hat so das erste 1000-seitige Lehrbuch für Psychologie geschrieben, damals in den USA. Und Eriksson hatte die Fassung für Studenten, eine 400-500-Seiten-Fassung Psychologie von William James, bei seinem berühmten Kanu-Trip nach der Kinderlähmung dabei und hat es gelesen. Ich habe mir dann danach, nachdem ich das Buch mit als erster hatte von dem Dan Short, habe ich mir dann die ganzen alten Sachen von William James besorgt. Und es ist völlig klar, dass der Eriksons Utilisationsprinzip vom William James irgendwo hat. Und der William James hat aber auch so Sachen geschrieben, Anleitungen für Lehrer, Hinweise für Schoolteachers. Und es ist total interessant, dass der William James genau solche Inszenierungen vorschlägt. Also, dass man Show machen muss im Unterricht und dass damit das Wissen nachhaltiger sich setzt, irgendwie muss man irgendwie halt zaubern irgendwie im Unterricht und irgendwas bieten. Und wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, aha, da haben die Amerikaner das daher, dass sie einen höheren Unterhaltungswert beim Unterrichten haben wie unser einer. Und okay, also es ist sehr interessant, die alten Sachen von William James da zu lesen und von dort zu sehen, weil wie Eriksson da wohl inspiriert worden ist mit einigen dieser Sachen. Wo wir auch schon öfters darüber geredet haben, dass Eriksson ja, wenn er Seminare gehalten hat, einfach ein Fallbeispiel nach dem anderen erzählt hat, eine Story nach dem anderen. Der hat keine Übungen gemacht in den Seminaren, der hat die Leute keine Trance-Induktionen üben lassen. Und trotzdem sind doch unglaubliche Schüler rausgekommen von Chef Zeig, Rossi, Gilligan, Langton, diese ganzen Leute, die so tolle Bücher geschrieben haben und so wichtige Beiträge geleistet haben. Und supervidiert hat er die manchmal. Aber überwiegend hat er Geschichten erzählt und so. Mein Vortrag ist ein bisschen auch so eine Demonstration von dem, wie der Eriksson da Unterricht gehalten hat über Fälle. Ein Fall, der mich immer ein Stück weit fasziniert hat, eine Mutter ruft an bei Eriksson und sagt, sie hat eine Tochter, die sei jetzt so
sehr schnell gewachsen am Beginn der Pubertät und sie würde sich schämen, dass ihre Füße so groß sind. Die sei so lächerlich groß. Sie würde nicht mehr in die Schule gehen, das Haus nicht mehr verlassen. Sie kapselt sich ab, mit den Füßen könnte man sich nicht zeigen. Sie weigert sich auch in Therapie zu gehen. Und dann hat Erikson gesagt, gut, dann komme ich halt zu Ihnen, aber ich komme als Ihr Hausarzt. Und dann die Tochter muss mir assistieren. Und dann hat er der Tochter gesagt, er sei ja jetzt alleine mit der Mama. Sie muss als Anstandsdame dabei sein. Und vielleicht bräuchte auch einmal bei der ärztlichen Untersuchung einen nassen Waschlappen oder ein Handtuch. Und sie müsste ihm helfen. Dann hat er irgendwann gesagt, sie soll mit dem Handtuch hinter ihm warten. Und dann ist er wie, dann ist er wie unabsichtlich nach hinten und ist mit seinen Fersen auf ihre Zehe gestanden, dass sie vor Schmerz einen Schrei abgelassen hat. Dann ist er rum, wenn du dir die Füße hättest groß genug wachsen lassen, dass ich als Mann sie hätte sehen können, dann wäre ich jetzt nicht in dieser peinlichen Situation. Und hat die Mutter dann wieder weiter untersucht. Und dann hat dann die Mutter am Abend dann ganz erstaunt angerufen, die Tochter wäre irgendwie anders, die wäre wieder außer Haus und wäre weggegangen und er hätte doch gar nichts mit ihr gemacht. Haley hat ihn da mal gefragt in so einer Diskussion, wo sie so über paradoxe Kommunikation und so diskutiert haben. Und da hat Erikson gesagt, ja, wenn er das Thema angesprochen hätte, dann wäre der Rollladen gleich runtergegangen. Jetzt bringt die Mutter schon einen Psychiater ins Haus dann wegen dem Thema. Ich will nichts mehr davon hören. Und aber dann zu sagen, wenn du dir die Füße hättest groß genug wachsen lassen, dass ich als Mann sie hätte sehen können, dann wäre ich jetzt nicht in dieser peinlichen Situation. Manchmal haben wir uns auch gefragt, warum ist nicht in die andere Richtung losgegangen dann, dass sie denkt, jetzt sind die Füße schon so groß, dass einer drauf tappt. Aber die Suggestion war schon sehr gut formuliert. Und Rossi hat auch mal gesagt, Erikson hypnotisiert gern durch das Unterbrechen der bewussten Erwartungshaltung. Er macht was Verblüffendes, er macht was Unerwartetes und dann ist das Gehirn so ein Stück weit in so einem Alarmzustand und nimmt dann Suggestionen auch besonders gut auf. Und dieses Element findet man auch immer wieder in seinen Fällen. Ein Fall, den diejenigen, die bei mir in den Seminaren sind, kennen, weil ich finde, das ist einer der Fälle, wo man wirklich sieht, wie Erikson gearbeitet und wie er das gemacht hat, welche Einstellung er hatte. Eine junge Frau, noch 19, 20, kommt zu ihm, sagt, sie sei jetzt überwiesen, aber es wird ja eh alles keinen Sinn machen, sie wird sich eh suizidieren, das sei eh schon beschlossene Sache. Sie hat dann noch in Betrieb ein wichtiges Projekt, das sei auch interessant, aber wenn das rum sei, macht das Leben keinen Sinn mehr. Und das Leben mache keinen Sinn, weil sie sei die letzte Überlebende der ganzen Sippe und sonst hat sie keine Kontakte. Und dann hat Erikson das erstmal akzeptiert und hat sie, und er hat den Grund, warum sie sich, warum, und dann hat Erikson gesagt, sie könne doch eine neue Sippe gründen, sie könne heiraten, Kinder haben. Ja, die Idee hätte sie auch schon gehabt, aber das ginge nicht, weil sie sei nicht attraktiv genug. Und die fehlende Attraktivität hat sie auf eine Lücke zwischen den Schneidezähnen geschoben. Mit so Zähnen findet man keinen Mann. Erikson fand es überhaupt nicht, aber hat es erstmal akzeptiert. Es gibt, das Leben macht keinen Sinn, jetzt habe sie noch dieses Projekt und wenn das rum ist, macht es gar keinen Sinn mehr. Mann könne sie keine finden wegen dieser Zahnlücke. Übrigens habe sie Geld. Es war klar, sie verdient gut, sie lebt nicht, sie ist immer noch zu Hause, sie hat eine Menge Geld auf dem Bankkonto, ja. Aber wenn es keine Angehörigen gibt und sie bringen sich um, wo geht dann das Geld hin? Also das ist ihr Geld, das muss noch ausgegeben werden, bevor sie sich umbringen. Dann hat er ihr vorgeschlagen, und sie hat also ihr Bild von der Unattraktivität hat sie dann noch untermalt mit ihrer Frisur und mit Kleider, die überhaupt nicht schön waren. Dann hat Erikson ihr vorgeschlagen, sie soll zu dem neuen Friseur jetzt in Phoenix, wo alle davon reden. Das sei zwar sündhaft teuer, dieser Starfriseur, aber man muss das Geld schnell loswerden. Und dann hat er sie in eine Boutique geschickt, wo er die Eignerin kannte, wo er wusste, die kann mit schwierigen Leuten gut umgehen. Und dort ist dann auch ein Teil vom Geld weggegangen. Und hat er ihr gesagt, also so wie sie bisher gelebt hat, so könnte man nicht einfach wieder von der Welt verschwinden. Sei sich jeder Mensch schuldig, ein bisschen was zu machen, was ein bisschen
Pfiff und Pep hat und so, ein bisschen was Verrücktes müsste sie noch tun. Sie würde jetzt eine Hausaufgabe bekommen, sie müsste jeden Abend ins Badezimmer Wasser in den Mund nehmen und lerne durch diese Zahnlücke mit Wasser zu schießen, bis sie 2 Meter weit gezielt treffen kann. Da hätte ich auch gerne ein Video, wie man eine Depressive überzeugt, diese Übung zu machen. Und dann war halt dann das halbe Jahr dann bald irgendwie um und die Frau wusste nicht, was Ericsson vorhatte mit diesem Zahnlückenschießen. Haley, Watzlawick und so sagten immer, Ericsson macht strategische Therapie, ist also aufgebaut über mehrere Züge wie im Schachspiel. Ericsson hatte sie gefragt, ob es nicht doch schon mal komischerweise einen Mann gegeben hätte, der sie interessant gefunden hätte, trotz dieser Zahnlücke. Und dann hat sie es herausgestellt, dass es sogar aktuell einen gibt. In Phoenix ist es sehr heiß, da gibt es überall die kleinen Trinkbrunnen, wo man einen Knopf drückt und dann ein paar Schluck Wasser trinken kann. Und wenn sie ans Wasser, an so einen Trinkbrunnen geht, schleicht sich auffallend häufig immer ein bestimmter Typ auch drumherum. Aber sie ist ja nicht attraktiv genug und er war wohl zu viel zu scheu und zu schüchtern, es kam nie zu was. Dann sagt Ericsson zu ihr, also so wie sie bisher gelebt hat, könnte man nicht von der Weltbühne wieder runtergehen. Jeder Mensch sei sich schuldig, wenigstens ein einziges Mal was zu machen, was nicht ganz okay wäre. Das müssen wir schon machen, wenn man gelebt hat. Und hat dann ihr gesagt, hat sie dann versucht zu überzeugen, wenn der Typ wieder in der Nähe vom Trinkbrunnen ist, soll sie Wasser in den Mund nehmen und den aus 2 Meter anzudüsen, hat dann noch genau gesagt, wie sie es machen muss. Sie muss so ein bisschen und dann so auf ihn zu und dann sich blitz umdrehen und wegrennen. Dann ist der Typ hinter ihr her und hat sie kurz in den Arm genommen, hat irgend so was gesagt, du kleines Biest oder sowas, war aber dann wieder zu schüchtern und ist dann weggegangen, stand aber am nächsten Tag mit so einer Wasserpistole oder Wasserspritze, hat auf sie geschossen und hat sie dann zum Essen eingeladen. Und nach kurzer Zeit war von Suizid keine Rede mehr, die haben dann geheiratet und 4 Kinder gehabt. Ja, viele Jahre später hat Ericsson eine Bildpostkarte gekriegt von dieser Familie, wo die ganze Familie drauf war. Und einer der Sätze war, Sie sehen, Dr. Ericsson, 2 meiner 4 Kinder sind gesegnet durch diese Zahnlücke. Und ich denke, wenn wir heute so im Coaching-Bereich überall lesen, Institut für potenzialorientiertes Arbeiten, das ist vom Ericsson ausgegangen, er hat einen Blick für das Potenzial gehabt. Die Frau kommt und sagt, wegen der Zahnlücke wird sie keinen Mann kennenlernen und er fängt an zu überlegen, wie könnte man es inszenieren, dass sie genau mit der Zahnlücke ihren Mann kennenlernt. Die Schwäche wird zerstärken, das Handicap wird zu einer Ressource, Problem wird zu einer Lösung. Und das ist das so, was so ich das Spannende finde an diesem Ansatz und da sind immer wieder so tolle, verblüffende Sachen dann zum Teil dabei, was er gemacht hat. Ein Fall, den habe ich jetzt noch mal genauer nachlesen wollen, habe ihn aber jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Und der führt dann auch zu dem Fall, der im Vortragstitel mit der Dachtraufe drin ist. Also ich saß mit einem Kollegen zusammen, ich habe ihn jetzt gerade vorher versucht anzurufen, er hat nicht abgenommen und hat mir aber dann per WhatsApp dann gleich eine Nachricht geschickt, dass ich es erzählen darf. Und also ich habe dem den Fall erzählt, dass in der Psychiatrie ein junges Mädchen war, was Tobsuchtsanfälle hat, Waschbecken rausgerissen hat, Spiegel kaputtgeschlagen hat, Zimmer zerlegt hat und wie dann ein Pfleger reinging mit der Zwangsjacke hat, kam der dann mit dem gebrochenen Arm raus. Und dann haben dann wie der junge Arzt Ericsson an seinem Stock dann noch behindert von seiner Kinderlähmung in die Klinik kam, hat man wohl Angst gehabt, er kommt unter die Räder bei der. Passen Sie auf, Dr. Ericsson, die sieht so süß und unschuldig aus, aber die ist gefährlich. Dann ging Ericsson zum Chefarzt und sagte, er wüsste, wie man so Tobsuchtsanfälle abstellen kann, wenn man ihn machen lässt. Und er muss wohl ziemlich viel Humor gehabt haben, der Chefarzt. Und er hat dann gesagt, ja, das gibt die eine Krankenschwester, die macht das Spiel sicher gern mit, was sie da inszenieren wollen. Dann gab es die Anweisung, wenn die wieder austickt und ausrastet, ist Dr. Ericsson zu verständigen und besagte Krankenschwester.
Das war irgendwann der Fall. Dann ging der Ericsson in das Zimmer rein, hat mit seinem Stock da auch Sachen kaputt geschlagen. Und als nicht mehr viel kaputt zu machen war im Zimmer, hat gesagt, jetzt gehen wir raus, draußen geht's weiter. Dann sind sie auf den Gang rausgestürmt. Dann stand da die Krankenschwester, dann fuhr er mit seinem Krückstock oben in die Schwesternkleidung und reißt ihr die Kleider runter, dass in der Unterwäsche dasteht. Daraufhin ist das Mädel auf der Ericsson los. Dr. Ericsson, hör sie auf, das darf man nicht. Hör sie auf. Und er, jetzt geht es erst richtig rund und so. Und hat sich aber dann von ihr beruhigen lassen. Ja. Und da gibt es irgendwo eine Stelle in irgendeinem der Diskussionen, wo so Haley, Watzlawick, Wiegland, Bateson, so die Double-Bind-Hypothese, paradoxe Kommunikation mit Ericsson diskutiert habe, die habe ich eben nicht mehr finden können jetzt, wo sie der Ericsson fragen, was sich dabei gedacht hat. Und Ericsson hat gesagt, er war sich sicher, dass ein Mädchen, so ein junges Mädchen in dem Alter, wenn er mit einem Stock so aggressiv in eine Frau eindringt, dass das Mädchen sich auf die Seite von der Frau schlagen wird und die Frau gegen den Mann verteidige. Ich meine, das ist ja psychoanalytisch schon eine hochinteressante Überlegung, auf die wäre ich vielleicht gar nicht selber gekommen. Aber das auch noch zu inszenieren, das war schon ziemlich extrem. Und dann hat er gesagt, er wollte ihr in einer Rollenumkehr mal zeigen, wie dieser Terror wirkt, den sie macht, was sie da macht, dass sie es mal aus der anderen Perspektive erlebt. Und im Übrigen wäre es ihm lieber gewesen, dass sie hat ihn beruhigen müssen, anstatt dass er hat sie beruhigen müssen. Das sei kurze Erklärung gewesen. Diesen Fall habe ich dann mal, wie ich abends mit Martin Bohus zusammensaß, dem führenden Borderline-Therapeuten, habe ich dem erzählt und habe gesagt, da könnt ihr mir ein ähnliches Beispiel sagen. Er hat mit einer Borderlinerin gearbeitet in der Klinik im 3., 4. Stockwerk oben und das Problem war, dass er und die Eltern in hellster Aufregung waren, weil die sich immer wieder auf die Gleise stellt, wo ein ICE in voller Geschwindigkeit herrast. Im letzten Moment springt sie runter und jeder hat Angst, irgendwann geht es schief und dann ist sie tot. Und er will mit ihr einen Vertrag aushandeln, dass sie den Scheiß lässt. Und sie so... Ihr habt ein Problem damit, ich habe kein Problem damit, ich unterschreibe den Vertrag nicht, ihr habt da ein Problem damit, ich doch nicht. Und dann hat der Martin Bohus dann gesagt, dann habe ich das Fenster aufgemacht, bin aufs Dach rausgeklettert und habe mich an die Dachtraufe dran gehängt. Ich bin Bergsteiger, ich wusste, was ich gemacht habe, dann hat sie drin, um Gottes Willen, Herr Doktor, kommen Sie rein, das ist gefährlich, machen Sie sowas nicht, bitte kommen Sie rein. Und dann hat er sich dann irgendwann reinbitten lassen und dann habe sie dann den Vertrag geschlossen, ich lasse den Scheiß und du lässt den Scheiß auch und dann hat er seinen Vertrag gehabt. Und ich habe ihn jetzt gerade vorher gefragt, ob ich seinen Namen nennen darf, wer das gemacht hat und wollte ihn anrufen, hat er nicht geantwortet und dann hat er mir jetzt gerade eine WhatsApp-Nachricht geschickt, ich bin gerade in den Bergen, ich bin klettern, da kann ich schlecht telefonieren, ja. Ich habe ihm bisher noch nicht zurückgeschrieben, das Konzept loslassen stammt doch aus dem Free Climbing, oder? Das ist ein Spruch, den der Eckhard von Hirschhausen mal im Seminar in irgendeinem Programm hatte, dass Loslassen aus dem Free Climbing stammen würde. Auch da wieder war diese Rolleumkehr drin. Er hat die erleben lassen, wie das ist für die anderen, wenn sie sowas macht. Und dann danach ist dann weitergegangen, auch. Beides natürlich sehr interessante Fälle, für Reden reicht nicht. Dann die Story, wo das Buch danach benannt worden ist, 3 Bonbons für 5 Jungs. Das liegt auch schon viele Jahre zurück. Eine Mutter ruft mir an und sagt, sie hat eine 11-jährige Tochter, die stottert. Bisher wäre Stottern kein Problem gewesen, sie wäre rotzfrech, hat sie am Telefon gesagt, die Mama. Die liest sogar in die Kirche vor, trotz Stottern. Und wenn sie dann mal im Fernsehen sind, gibt sie die Interviews. Ich sage, was im Fernsehen Interviews? Ja, die ist in so einer Trachtenmusikgruppe, 2 Jungs, 2 Mädels treten im Musikantenstadl und Landesschau Baden-Württemberg und so auf. Und dann, wenn sie, ihre Tochter sei halt die mutigste, es gibt immer die Interviews, obwohl sie stottert. Aber jetzt sei sie am Beginn der Pubertät und ein bisschen übergewichtig. Und 4, 5 Jungs in der Klasse fangen an, sie zu hänseln, Annanette, dicke Fette. Und dieser Doppelangriff auf Stottern und Übergewicht, Annanette, dicke Fette, der ist zu viel. Sie käme weinend nach Hause, will nicht mehr in die Schule, fängt ab, sich abzukapseln, liest in die Kirche nicht mehr vor. Ich habe
mich irgendwie gleich irgendwie solidarisch gefühlt. Ich habe selber eine leichte Stotterproblematik und habe auch in der Schule manchmal Schwierigkeiten gehabt. Habe gedacht, kein Fall für die Warteliste, ich gebe den gleichen Termin. Und dann kamen Papa und Mama und die, und es war wirklich toll, mit der zu reden. Die war sowas von schnell im Denken. Manchmal hatte ich das Gefühl, die hat eine Reaktionszeit, die leicht unter Null liegt. Und nur wenn das Thema auf Annanette Dickefette kam, dann entgleisende Gesichtszüge und die Tränen. Man hat gemerkt, wie sie das verletzt und wie sie da traumatisiert ist. Und ich habe mehr intuitiv angefangen. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss die wieder in den frechen Anteil bringen. Ich muss die erinnern an die berühmte Boxerweisheit von Muhammad Ali. Ich weiß nicht, ob die alle kennen. Geben ist seliger als nehmen, heißt die. Die muss den Jungs Kontra geben, die darf sich da nicht so angreifen lassen. Und habe mehr intuitiv dann Geschichten erzählt und habe gesagt, du, es war mal ein Mann, also ich war der Eriksson, aber es hat ja für sie keinen Sinn gemacht, ihr das zu sagen, dass der Eriksson heißt. Der hat immer ein bisschen rumexperimentiert, wie reagieren die Leute, wenn man was Verrücktes macht. Wenn der mal im Flugzeug saß oder im Zug und es hat einer eine interessante Uhr gehabt, dann hat gesagt, Sie haben ja eine spannende Uhr, ist das eine Schweizer Uhr, was ist das für eine Uhr? Hat den dann so abgelenkt, dass mit dem so intensiv geredet, dass nach einer Viertelstunde der Arm immer noch in der Luft stand und er vergessen hat, den Arm runterzunehmen. Sie hat gekichert, dass jemand vergisst, den Arm runterzunehmen. Die Eltern haben mich zum ersten Mal irritiert anguckt, weiß unser Therapeut noch, weswegen wir hier sind. Sagt einmal, hat er es eilig gehabt und ist um ein Hauseck rum und ist in jemand reingelaufen und der andere ist dann gestürzt. Und normalerweise sagt man dann, aber das ist mir peinlich, ist mir noch nie passiert, ist ja Hose dreckig. Ich zahle natürlich die Reinigung, tut Ihnen was weh, ja, das ist aber sowas Blödes, tut mir wirklich leid. So Sachen sagt man, wenn man jemand umrennt. Aber er hat wieder probiert, wie reagiert jemand, wenn er was völlig Unlogisches macht. Und anstatt sich zu entschuldigen, hat er auf seine Uhr geguckt und gesagt, jawohl, es ist genau 17.30 Uhr, dabei war 11 Uhr vormittags, eine ganz andere Zeit, und ist weitergelaufen. Wie er sich nach 30, 40 Meter umdreht, ist der andere immer noch an derselben Stelle gestanden. Die beste Story ist mir nicht eingefallen, die ich auch schon öfters erzählt habe. Die verstehen Sie, Spaßstory wäre noch besser gewesen, dass die in Garmisch kurz vor Weihnachten gedreht habe, vor dem Hauptpostamt. Die Leute gehen rein aufs Postamt, bringen die Weihnachtspäckchen rein, kommen 2, 3, 4 Minuten später wieder raus. Und in der kurzen Zeit hat man denen aufs eigene Auto von den Leuten einen Skiständer mit 4 Paar Skier drauf montiert. Und dann habe ich sie gefilmt, wie reagieren die Leute, wenn sie plötzlich auf dem eigenen Auto einen Skiständer haben, der vorher nicht drauf war. Und dann habe ich sie ja gezeigt, wie der eine da auf sein Auto zuläuft. Und dann, sie haben den eine Minute gezeigt, wie er kataleptisch stand mit starrem Blick aufs Auto. Haben gesagt, er wäre über 4 Minuten so gestanden, aber sie wollte nicht so viel Sendezeit da verbraten deswegen. Die Story wäre sicher noch besser gewesen, die fiel mir aber nicht ein. Dann habe ich aber nach dem Mädchen gesagt, wäre das nicht spannend, wenn die rufen, Annanette, der dicke Fette, und du wirst sowas Verrücktes machen, wie es ist genau 17.30 Uhr, dabei ist 11 Uhr, ist 10 Uhr Pause gerade, wo die Typen dann nur noch so dastehen und sich nicht mehr bewegen können. Die Idee hat ja sehr gut gefallen. Dann hatte ich 2 Praktikantinnen dabei. Und dann haben mich immer noch irritiert angeguckt, haben mir dann angefangen zu blödeln, was könnte sie Verrücktes machen, dass man eine Chance hat, dass die Jungs wie Salzsäulen in den Schulhof stehen und sich nicht mehr rühren können. Am Schluss war eben die Idee da und die war frech genug, das zu bringen. Ich glaube, nicht jedes Kind macht sowas, dass sie immer 3 Bonbons einstecken hat und dass wenn dann die 4, 5 Jungs dastehen, dann geht sie einfach rüber zu denen, geht sie auf die zu, verteilt willkürlich die Bonbons, nicht jeder Jungs kriegt eins, wenn nur 3 Jungs da sind, verteilt sie 2 Bonbons, verteilt die 3 Bonbons und sagt zu denen, mehr gibt es heute aber nicht, gell? Und dann dreht sie sich rum und dann geht sie weg und dann soll sie schauen, wenn sie sich nach 10 Meter umdreht, ob die kataleptische Arm haben im Bonbon. Ja? Was war jetzt los? Sie ist total begeistert gewesen. Und
und ging dann. Und die Sitzung war gar nicht so lang. Und normalerweise anders wie mein guter Freund Gunter Schmidt, der hier unten sitzt, wenn wir als dann manchmal Workshop gehalten haben, wenn ich Mittagessen bin, hat er noch schnelle Familientherapie zwischen reingeschoben. Ich mache das normalerweise in der Pause nicht. Also ja, gibt Leute, die noch mehr Energie haben wie ich. Ja. Und ich hatte in der Woche eigentlich zwei dreitägige Seminare, Dienstag bis Donnerstag 14 bis 14 Uhr, Freitag bis Sonntag 14 bis 14 Uhr. Da habe ich am Donnerstagnachmittag die einbestellt, weil ich so gespannt war, was mit der Bonbon-Intervention passiert. Dann kam sie und war ganz traurig. Die habe gar nicht mehr gehänselt. Ja, gut, wer hast du zu frech anguckt? Wenn du dauernd die frech anguckst, dann vergessen die das Händchen. Du musst schon ein bisschen Angst haben. Wenn du keine echte Angst hast, dann spielst du die Angst wenigstens. Also, und dann mit 13 hatte sie dann in regulärer Stottertherapie für 1-2 Jahre. Und ich habe dann gehört, die haben nie mehr gehänselt, die ist die Bonbons nie losgeworden. Was systemisch auch interessant ist, man hätte natürlich den Mobbingbeauftragten der Polizei rufen können, einen Vortrag halten. Man hätte irgendwie einen Elternabend machen können, mit den Eltern von den hänselnden Kindern reden können und so weiter. Die Lehrerin hätte Sachen machen können. Aber sie hat dadurch, dass sie eine andere nonverbale Ausstrahlung hatte, hat offensichtlich der Aufforderungscharakter gefehlt, dass das Hänseln noch irgendwie spannend war. Und wenn ich so Kinder habe, die gemobbt werden, ich versuche immer eher, anstatt mit dem ganzen System zu arbeiten, eher die Kinder selber zu ermächtigen, irgendwas zu machen, dass sie selbst den Griff kriegen, was dann vielleicht auch sich generalisiert später fürs Leben. Wobei natürlich auch es immer wieder Situationen gibt, wo die anderen Kinder so bösartig sind, dass man dann, also wo das so Ende der Fahnenstange ist, wo man dann intervenieren muss. Und der Fall, den ich im Kopf hatte, wo der Ericsson Radrennen fuhr, das ist eine total spannende Story. Das war ein 9-jähriges Mädchen und die Schulleistungen sind immer schlechter geworden, obwohl sie zuvor gut war. Und auch sie hat sich sozial immer mehr abgekapselt und hat also nichts mehr gemacht mit den Freundinnen. Und wenn man irgendwie sie gefragt hat, was los sei, hat sie gesagt, ich kann einfach überhaupt nichts. Und das Problem war, dass sie so in den Pausenspielen, die andere gemacht haben, die haben da so eine Art, wie was jetzt dann Gunther und ich demnächst machen, Pool spielen mit drei so Kugeln, dann auf so ein Ziel zuwerfen. Da war sie nicht gut, beim Rollschuhlaufen war sie nicht gut, beim Seilhüpfen war sie nicht gut und sie hat das Gefühl, sie kann gar nichts und das ist dann auch, hat sie keine Lust mehr auf die Schule gehabt. Sie wollte auch nicht in Therapie. Dann ist Ericsson, wie in dem anderen Fall auch, zur Familie nach Hause. Ist auch spannend, dass er da schon lange vor alle anderen Aufsuchende eine Familientherapie gemacht hat. Er ging dann in die Familie rein und hat dann zu dem Mädchen dann gesagt, er hätte Kinderlähmung gehabt, wäre noch behindert, er würde mit ihr wetten, er würde noch schlimmer und noch schlechter spielen wie sie in diesem Bowl-Spiel durch seine Behinderungen. Hat dann mit ihr immer 3 Wochen lang mehrfach die Woche mit ihr gespielt abends. Die Eltern waren ziemlich ärgerlich, weil sie ihm eigentlich den Auftrag gegeben haben, an Schulleistungen zu arbeiten. Da hat Ericsson gar nichts gemacht. Nach 3 Wochen konnte die sehr gut spielen. Dann hat er sie gefragt, ob sie glaubt, dass sie ihm das Rollschuhlaufen beibringen könnte, obwohl er da diese Behinderung hat. Dann habe sie 2 Wochen Rollschuhlaufen gemacht, dann konnte sie gut Rollschuhlaufen. Und am Schluss hat Ericsson gesagt, er wüsste nicht, ob das auch geht, aber ob sie ihm Seilhüpfen beibringen könnte. Und sie müsste ihm zeigen, wie das geht. Und nach einer Woche konnte sie gut Seilhüpfen. Und dann, er ist wohl immer mit dem Fahrrad dahin gefahren zu dieser Family. Und das Mädchen hat gesehen, er konnte gut Rad fahren. Das Mädchen hat ein sehr gutes Rad geschenkt bekommen, aber das stand seit über einem halben Jahr rum. Sie ist nur ein einziges Mal ein paar hundert Meter gefahren, sonst stand das Rad rum und sie hat nichts gemacht. Dann hat Ericsson gesagt, er würde mit ihr wetten, dass er sie trotz seiner Behinderung schlagen könnte im Fahrradfahren. Und dann hat sie gesagt, ja, aber er darf sie nicht gewinnen lassen, sonst das geht nicht. Aber sie wäre an dem Wettrennen schon daran interessiert.
Und Ericsson hat gesagt, was das Mädchen nicht wusste, dass er nur mit einem Bein tritt. Er kann nur mit dem linken Bein treten. Wenn er das rechte Bein versucht mitzubenutzen, kommt er völlig aus dem Takt von seiner Kinderlähmung und dann kann er nicht gut Rad fahren. Das hat man aber nicht gesehen, weil das rechte Bein einfach so locker nur mitgegangen ist. Und dann, das wusste das Mädchen nicht. Und dann hat er sich furchtbar angestrengt mit beiden Beinen, aber das ging natürlich dann nicht so gut. Und das Mädchen hat dann gewonnen und hat dann gesagt, sie braucht keine weitere Therapie mehr. War dann einige Zeit später, wird sie in diesem Bowl-Spiel Schulbeste und im Seilspringen auch. Die Schulleistungen gingen steil nach oben. Und viele, viele Jahre später kam dieses Mädchen dann alleine noch einmal zurück zu Ericsson und hat mit ihm geredet und hat ihm dann gesagt, ich habe wirklich gesehen, wie du dich angestrengt hast. Und obwohl du dich so angestrengt hast, wie ich dich geschlagen habe, dann habe ich gedacht, wenn ich das schaffe, schaffe ich alles andere auch. Das ist natürlich auch wieder irgendwo typisch für den Ericsson, irgendwo, dass er eben dann davon ausging, die war früher gut in der Schule, das liegt nicht an ihrer Intelligenz, das liegt eher, dass sie sich jetzt abkapselt und dann auf einer anderen Ebene arbeitet und die halt dann motorisch irgendwie fördert und Spaß am Spielen und so weiter dann bringt und eben ja auch Reden reicht nicht, der habe einfach da gespielt und damit ging das dann voran. Ericsson ist auch bekannt als Erfinder der Kurzzeittherapie. Da sind ja auch Sachen dabei, nach kurzer Zeit ein Erfolg da war, auch was ich jetzt heute erzählt habe. Was weniger bekannt ist, dass er unglaubliche Langzeittherapien gemacht hat. Im Reha-Bereich nach Schlaganfällen habe ich manchmal gedacht, gut, ich bin auch engagiert, aber ob ich jetzt die Geduld aufgebracht hätte, so lang, so intensiv mit jemandem zu arbeiten, für kleine Fortschritte. Und es gibt einen Fall, da hat Chef Zeig in dem ersten Seminar Januar 1980, was Gunther und ich war, das war das erste Ericsson-Seminar, was Gunther und ich organisiert haben, hat uns erzählt, dass Ericsson vor 12, 13 Jahren ein Psychotiker erst von der Familie so ein bisschen abgelöst hat, ihm ein eigenes Apartment besorgt hat, eine kleine Wohnung. Und er dann aber das Gefühl hatte, der kommt nicht zuverlässig in Therapie und es ist das Risiko, dass er lebenslang in die geschlossene, in die Psychiatrie muss. Und dann hatte Ericsson gemerkt, der Patient interessiert sich für seinen Hund und streichelt immer wieder Hund und spielt mit seinem Hund und hat dann den Patienten auf die Idee gebracht, du könntest ja doch einen eigenen Hund zulegen. Dann sind sie ins Tierheim und haben so einen armen Hund aus dem Tierasyl geholt, dass der wieder nicht mehr da im Käfig gucken muss im Tierasyl. Ericsson wusste, was der Patient nicht wusste, dass er in der Wohnung, die er ihm da besorgt hat, er den Hund niemals halten darf. Da hat gleich der Hauseigentümer gesagt, es geht nicht, so ein Hund in der Wohnung. Jetzt, man wollte ja nicht den Hund wieder zurückbringen ins Tierasyl, jetzt wo er gerade befreit war. Ericsson hat es auch als symbolisch gesehen. Er wollte nicht, dass der Patient wieder zurückkommt auch in sein Asyl, in die Klinik. Und der Patient wollte nicht, dass der Hund irgendwo wieder zurückkommt. Dann hat Ericsson ihm erlaubt, diesen Hund auf seinem Grundstück zu halten, unter der Voraussetzung, dass er zweimal am Tag kommt, den füttert und mit ihm spazieren geht. Dadurch hat er ihn regelmäßig dann im Blick gehabt, was los ist und wie es dem geht. Jeff Zeig hat uns damals gesagt, er hat 42 Limericks gefunden, die Ericsson für diesen Patienten geschrieben hat und Dutzende von Briefe, die Ericssons Hund an den Hund vom Patienten schreibt. Also, und die letzten Jahre, nachdem der Ericsson hat dann so in den letzten 2, 3 Jahren die ärztliche Approbation zurückgegeben und Chef Zeig hat seine Praxis dann gehabt und Chef Zeig hat mir, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, Chef hat dann gesagt, ja, das kann man ja als Rentner machen, jeden Abend mit so einem Patient Fernsehschauen, aber ich kann doch den Patienten dann danach nicht in die Psychiatrie bringen, wenn der Ericsson 12, 13 Jahre mit dem arbeitet, aber wie soll ich das machen? Wie soll ich jetzt den dann betreuen, falls Ericsson mal stirbt? Und Ericsson starb ja 2, 3 Monate später sogar schon. Und ja, das war Chef Zeig Sorg, aber der war danach so dermaßen stabil, hat sich ein bisschen so als Beschützer von der Frau Ericsson betrachtet, hat eine Garde gemacht, mit dem Hund was gemacht und so. Und
Ich war dann ab 99 im Vorstand von der Ericssoner Foundation und habe dann regelmäßig so die Weihnachtsbriefe von der Frau Eriksson gekriegt, die sie an die Familie und Freunde geschickt hat, mit Fotos zum Teil dabei. Und auf dem allerletzten Brief, den sie geschickt hat in dem Jahr, wo sie dann danach starb, war zum ersten Mal dieser Mann drauf, mit auf dem Bild. Ich habe mir den völlig anders vorgestellt, einen unglaublich gut aussehenden, charismatischen Typ und völlig in einer sehr integrierte, tolle Ausstrahlung gehabt. Also das war also diese lange, so eine extreme Langzeittherapie, extreme Kurzzeittherapie, auch wieder reden reicht nicht. Hat mir Brian Allman erzählt. Allman hat von Geburt an Rückenwirbelanomalie gehabt mit Schmerzen, ging deswegen zu Eriksson, schon im Psychologiestudium, und durfte manchmal bei Eriksson hospitieren und zugucken. Dann sagt Eriksson zu ihm: Ja, jetzt kommt, das wird jetzt interessant, da kommt eine Therapeutin aus New York mit ihrer Borderline-Patientin und Auftrag an mich ist, ich soll ihnen helfen, dass ihre therapeutische Allianz besser wird, dass die Beziehung zwischen Therapeut und Klient besser ist dann danach. Und dann saß Allman mit dem Eriksson noch im Behandlungszimmer und draußen habe sie gehört, wie diese New Yorker Patientin rummosert. Wo bin ich denn dahin gerade? Mitte in Phoenix, nicht mal eine gescheite Klimaanlage und nicht mal ein Wartezimmer gibt es hier, da muss man ja im Wohnzimmer warten, was ist denn das für eine Bude hier? Und wie sie reinkam, hat sie genauso weitergemacht und hat Allman mir gesagt, Eriksson hat sie nur angeguckt und hat mit dem Finger auf die Tür gedeutet. Da ist die Tür sozusagen. Kein Wort gesagt, bis die draußen waren. Und dann, die sind von New York hergeflogen und haben nicht mal Eriksson ein einziges Wort sagen hören. Ja, reden reicht nicht, ja. Und hat dann, wie die weg waren, hat dann der Brian Allman gesagt, dann hat Eriksson zu ihm gesagt, die beiden haben jetzt auf dem langen Heimflug nach New York im gemeinsamen Ärger auf mich sehr viel Zeit, ihre therapeutische Allianz zu stärken. Ja, okay. Also das mit den Bonbons, das habe ich noch zweimal probiert. Einmal bin ich dabei abgestürzt, da war das Kind einfach nicht mutig genug. Tolle Technik, falsches Kind sozusagen. Aber einmal so ein 9-jähriger Junge, der sehr aggressiv gehänselt worden ist von einem anderen Schulkind in seiner Klasse. Und dem habe ich erzählt, dass das wir leider immer noch nicht wissen, ob das funktioniert. Was wir da vorhatten mit der Annette, weil die einfach aufgehört habe zu hänseln. Und mich hätte ja schon interessiert, wie lang dann so ein Schüler starr steht, wie eine Salzsäule. Da habe ich gesagt, ja, ich habe eine Stoppuhr, ich kann das stoppen. Da habe ich gesagt, ja toll, dann machen wir doch das so. Dann hast du halt die Stoppuhr in der Hosentasche und einen Start auf der Stoppuhr. Und wenn der dich hänselt, dann gehst du einfach auf den zu. Und drückst ihm einen Bonbon in die Hand und sagst, kriegst aber heute nur eins, dass du es weißt, gell? Und dann drückst du die Stoppuhr und dann gehst du wieder weg und dann guckst, wie lange er da steht. Dann kam er und hat gesagt, 40 Sekunden. Dann gesagt, was, 40 Sekunden? Ich hätte es nicht gedacht, dass so lange da steht. Dann hat gesagt, ja, und hast du ihm Bonbon gegeben? Nö. Ich sagte, aha, wie hast du es gemacht? Gut, als guter junger Schwabe hat er die Technik minimal modifiziert. Wie der zu hänseln angefangen hat, hat er zu ihm gesagt, okay, nächstes Mal kriegst du Bonbon, gell? Und dann hat er die Stoppuhr gedrückt. Okay, in diesem Sinne, mehr gibt es heute aber nicht. Okay, das war's. Ja. Danke, Bernhard Trenkle. Ladies and gentlemen, this was a Rottweil experience.